So, hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Space Marine. Das wird auch weiterhin Koop-Folgen geben und wo ich immer mal mit dem Manni oder vielleicht ja auch noch anderen Leuten zusammen mal spielen werde. Aber ich habe mir gedacht, ich mache so eine kleine Reihe. Also dieses Spiel hat ja echt viel Potenzial und man könnte, würde es davon einen zweiten Teil geben, so extrem viel machen, irgendwie alles verfeinern, ausbauen, weil die ganzen, ich sag mal, Mechanics sind ja eh super gut hierbei. Alles funktioniert, alles ist cool. Natürlich gibt's hier und da mal minimale Hakler. Also zum Beispiel, was ja gut gemacht ist, also so ähnlich wie hier dieser Vorspann ist, dieser Hintergrund, der hier läuft, ist das ja auch schon. Und ich sag mal, man interagiert richtig mit den Figuren, aber eben noch nicht so richtig gut. Manchmal haut man auch einfach mit irgendwie dem Kettenschwert irgendwo hin und dann ist das halt so. Ich habe mir gedacht, ich mache mal so eine kleine Reihe und spiele immer mal unter, mit einem bestimmten Orden und erzähle einfach ein bisschen was dazu. Das ist nur bedingt darstellbar hier. Einmal kurz Video checken, kleinen Moment. Na, wo sind wir hier? Okay, das sieht gut aus. Also, das ist nur bedingt darstellbar, weil, wenn man jetzt hier zum Beispiel online geht, also in der Kampagne ist dies ganz klar vorgegeben. Da ist man so ein Typ irgendwie von den Ultras und hier steht ja da unten, spielen sie eine Spielkampagne als Captain Titus, ist so. Da gab es auch keine Zusatzinhalte für, also ein DLC, der irgendwie neue Missionen hat oder so, gab es nicht. Das ist festgelegt, die Kampagne ist auch ziemlich geil, da wird wirklich alles bedient. Also ich meine, ich glaube, Spoiler-Alarm muss ich jetzt nicht sagen, das Spiel ist halt 9 Jahre alt oder so. Aber da ist alles drin, also von Codex-Träumzeug, von diesem typischen Kampf, wo Space Marines zwischen sind mit so, ja, ist das jetzt richtig oder nicht, sollen wir so handeln, die imperiale Armee ist da drin, Inquisitor ist da drin, alles, einfach alles, super, super geil. Also die Kampagne für sich ist schon echt cool, aber in dem Online-Modus, das ist auch das, wo das Spiel vor allem dann gespielt wurde, kann man ja entweder hier Versus spielen, oder halt Exterminators, was ich mit Manni auch schon gemacht habe. Und ich werde heute gucken, dass wir Exterminators spielen. Und zwar als, wie der Titel es schon sagt, als Blood Angel. Ich hätte gerne, also man kann nicht alle Orden nehmen. Wenn ich euch das hier mal zeige beim Editor, hier, ich habe mir schon mal so einen Blood Angel gebaut. Ich sage euch gleich auch noch was dazu und was der warum wie hat. Aber wenn ich hier beim Erscheinungsbild gucke und dann auf Orden gehe, dann seht ihr hier einige vorgefertigte Orden, die haben jetzt alle die Rüstung, die ich vorher eingestellt habe. Aber das ist es dann halt. Also hier sind auch ein paar Orden bei, die nicht so groß sind oder nicht so bekannt. Also hier Knights of Griffon oder sowas, ja. Oder, was haben wir hier? Angel Sanguine, geil. Marauders, ne? Also so ein paar Sachen, wo man denkt, ja okay, das sind jetzt vielleicht nicht so diese, ich sag mal, erste Wahlorden. Sehr geil, dass die Blood Ravens dabei sind. Wer das nicht weiß, dieser Orden wurde quasi mit dem Dawn of War Computerspiel entwickelt und das war auch da ein so ein Ding, wo das Computerspiel tatsächlich Sachen vorgegeben hat für die Realität. Also man konnte dann Blood Angels Schulterpanzer kaufen und so Zeug. Das ist also richtig in den Flap reingekommen durchs Computerspiel. Finde ich immer sehr cool sowas. So ähnlich war das ja auch bei Battletech mit dem Haus Arano Dings da. Naja, auf jeden Fall. Einige sind hier schon, ja. Und zum Beispiel Black Templars gibt es hier auch schon. Aber es gibt auch noch die sogenannten Rüstungssätze der Orden, die man per DLC oder ähnlichen Sachen dann irgendwie kaufen konnte. Da habe ich natürlich mir die Black Templars geholt, weil die sind am geilsten, die will ich vor allem spielen. Warum ich Ultramarines habe, weiß ich nicht. Der Typ sieht ganz gut aus und Space Wolves, ja, keine Ahnung. Also auf jeden Fall ging es mir um Black Templar und als der spiele ich eigentlich auch immer. Aber eben, und da seht ihr es, der hat jetzt hier eine andere Rüstung, der Ultra auch. Die sind quasi so vorgefertigt, ja, was ganz geil ist, weil hier die Iron Hands haben dann auch hier diese bionischen Teile und so, die es nämlich sonst nicht gibt als Auswahl. Man kann zwar die Rüstung individualisieren und ein bisschen alles anpassen, aber sowas hier gibt es einfach gar nicht sonst. Finde ich ziemlich geil. Und hier Blood Raven auch mit einer geileren Schulter und sowas. Naja, auch sehr geil, Legion of the Damned. Also auf jeden Fall, ne, das ist schon ganz cool, das habe ich für die Black Templars. Für andere Orden nicht unbedingt, aber ich habe mir gedacht, ich werde immer mal mit einem Orden spielen
dann dazu was erzählen und so wie ich mir das denke, das ordenstypisch machen. Zum Beispiel bei den Black Templars würde ich dann ganz gerne, was weiß ich, einen Schwertbruder spielen, aber den kann ich hier nicht richtig anwählen. Ich kann zum Beispiel keinem Typen hier so einen geilen Umhang geben und weiß ich nicht, oder Neophyt spielen wäre ja geil. Das wären so Sachen, die dann toll wären für eine, ja, für einen zweiten Teil oder irgendwie sowas, für so eine gepimpte Version. Auf jeden Fall, heute werden wir als Blood Angel spielen. Und zwar, man kann leider jetzt keine sanguinische Garde oder sowas darstellen, aber ich werde, weil Blood Angel, da denke ich, gehören einige Sprungtruppen rein und deswegen werden wir als er hier spielen. Als Sturm Space Marine, einfach nur mit Kettenschwert Boltpistole. Und zwar, weil ich mir denke, okay, das ist so der durchschnittliche Blood Angel, sag ich mal, also der durchschnittliche Blood Angel Sturmtruppler, ja. Wahrscheinlich spielt man die heute gar nicht mehr so mit voll auf Sturmtruppen, aber egal. Ne? Machen wir halt so. Können auch leider keine hier, wie heißen die denn nochmal hier? Nicht Death Guard, die Todesschwadron da, also diese Schwarzen, ihr wisst, was ich meine. Meine Fresse, warum weiter? Ist alles schon so lange her, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, ich spiele einen ganz normalen Sturm Blood Angel und ich rüste den auch aus wie einen ganz normalen Soldaten. Also der hat deswegen auch kein Energieschwert, kein Sturmhammer oder irgendeinen Scheiß, sondern der hat einfach nur Kettenschwert, Boltpistole, fertig. Man hätte jetzt hier als Boni zum Beispiel auch noch einstellen können, dass der einen Bolter tragen kann anstelle von einer Boltpistole, sehr geil. Aber nein, wir nehmen den einfach so ganz normal. Der kriegt auch keine Granaten mit, obwohl ja eigentlich alle Marines immer Granaten dabei haben, sondern Kampfstimulanzmittel, das ist einfach, da füllt der, also die Gesundheit füllt sich auch von selbst auf, aber dann füllt der einfach, während das läuft, die Gesundheit auf und ist noch ja, widerstandsfähiger eigentlich. Und Eifer des Schwerträgers, das ist so, mit jedem Schlag, den ich mache mit dem Kettenschwert, heile ich mich selbst wieder ein bisschen. Ist einfach so, damit der noch widerstandsfähiger ist, damit der immer vorne drin sein kann und passt ja, glaube ich, auch ganz gut zum Fluff, weil wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann sind die Blood Angels ja alle Vampire, nicht? Oder war das so? Ich glaube schon. Undurchdringbar ist auf jeden Fall, dass wir resistenter sind gegen Beschuss. Das habe ich noch nie genommen, diesen Perk, also diesen Bonus hier, weil ich eigentlich immer ganz gerne was mit den Sprungdüsen mache. Bei Multiplayer habe ich zum Beispiel immer genommen, dass ich hier verbesserten Schub habe, sowohl beim Abheben, dass man dabei irgendwie Schaden macht und wenn man aufkommt, dass man erhöhten Schaden macht, was voll geil ist. Aber hier machen wir das mal so, damit wir einfach so ein bisschen ja, resistenter sind und noch mehr Space Marine-like, so von wegen hier die Rüstung hält alles ab und so. Ja, als der würde ich ganz gerne spielen. Jetzt ist halt das Problem nur, dass beim Exterminatus man ja darauf angewiesen ist, Mitspieler zu finden. Und ich hatte in den letzten Tagen immer mal das Problem, dass ich keine Matches gefunden habe. Beziehungsweise manchmal sowas war, naja, ein gefundenes Match, ein potenzielles Match, warte auf Spieler, dann ist ein Spieler hier reingekommen oder ich bin in seine Lobby gekommen oder was weiß ich. Und dann war es das, dann ging es nicht weiter. Hier sieht es jetzt so aus, als würden wir direkt in die Action gehen und deswegen würde ich sagen, spielen wir einfach eine Runde. Ja, das Spiel läuft schon, das ist auch schon relativ weit. Aber okay, gucken wir mal, was wir hier noch reißen. Okay, sind sogar schon drei Leute im Spiel. Und so wie es aussieht, genau, Welle 12 geht hier auch richtig was. So, dann unterstützen wir doch mal unsere Brüder hier im Kampf. Naja, und spielen hier einfach mal so ein bisschen als Sturm Space Marine. Denn ich finde, also zum einen spiele ich das sowieso irgendwie mit am liebsten, wobei ich finde, dass der taktische am besten durchhält und in den hinteren Leveln, also eigentlich bei sowas hier, bei den Wellen besser ist als meine Ausrüstung. Wobei ich sehe gerade, der Typ hier neben der Dark Engine hat das genauso. Das ist eigentlich nicht sehr schlau. Aber okay, gucken wir mal, wie es läuft. Und ja, vor allem halt mal die Punkte. Das Problem ist nämlich, wenn man das nicht tut, dann gilt die Map ganz schnell als verloren. Und da unten seht ihr diesen Balken laufen. Der geht umso schneller hoch, je mehr Mitspieler da sind. Das rallen die meisten hier immer nicht. Weil ihr seht hier, der Dark Angel spielt hier mit mir, aber die beiden anderen rennen wie so Deppen da hinten durch die Gegend. Um, was weiß ich, noch mehr Punkte zu machen oder sowas. Aber das bringt uns halt nichts. Also es wäre wesentlich geiler, wenn die hier mit auf dem Punkt bleiben würden. Okay, hier der Fist ist jetzt hier hingekommen. Denn dann tickt das schneller und hat zur Folge, dass wir auch wieder schneller von dem Punkt runter können.
Boss, den Herr und der Rollpistole nicht wirklich. Oh, noch ein Boss. Geil, Kill hat sogar für uns gezählt. So, ich muss mir auf jeden Fall mal etwas Munition holen. Eigentlich braucht man die nicht unbedingt als Sprungmarine. Wobei man, finde ich, mit der Plasmapistole schon recht effizient was machen kann. Herausforderung nicht bestanden. Okay, habe ich jetzt gar nicht gelesen. Die Herausforderungen sind nicht wichtig, um das Spiel zu gewinnen. Die bringen aber immer mal ein paar Bonuspunkte. Und die Punkte zur Erinnerung sind dafür da. Unten links seht ihr das, um die verfügbaren Leben wieder aufzufüllen, die das Team hat. Ja, kommen wir nicht hin. Nee, wieso kommt der denn nicht da hoch? Okay, weil ich dämlich bin, würde ich mal sagen. Naja. Ja, auf jeden Fall nochmal zu dem Spiel. Also häufig findet man keine Matches mehr, weil der tatsächlich erst startet, wenn man zu dritt ist. Also solange man nur zu zweit ist in der Lobby, startet er das Spiel nicht. Das macht er nur, wenn man auf Privat stellt. Aber ich meine, da könnten dann keine anderen Spieler mehr joinen. Bin mir aber nicht ganz sicher. Naja, und ich hatte unter dem ersten Space Marine ja hier schon... Oh, jetzt wird es aber ein bisschen riskant. Bei dem ersten Space Marine hatte ich gelesen, dass jemand überlegte, sich das vielleicht auch zu holen. Und ich hatte ja darauf geantwortet, auf jeden Fall machen. Weil das Spiel dürfte so gut wie nichts mehr kosten wahrscheinlich. Es ist ja auch uralt. Und es ist einfach... mega. Also selbst wenn man diesen Multiplayer-Modus gar nicht nutzen will, ich meine, das hier ist ja, ich sag mal, auch so ein halber Multiplayer, weil natürlich ist es Multiplayer, aber man spielt ja eher mit den anderen Spielern zusammen gegen die KI, wenn man so will. Und ja, der richtige Versus, da habe ich auch echt immer noch nicht reingeguckt, das habe ich ja früher ganz viel gespielt hier, das macht auch richtig Bock. Aber ich finde das hier halt, also immer mal so eine Runde Exterminatus zocken und dann ist auch wieder gut. Finde ich eigentlich am besten noch bei dem Spiel. Und naja, also, wenn ihr irgendwie überlegt, euch das Spiel zu holen, sage ich nur, macht das auf jeden Fall. Spielt die Kampagne durch, die macht Bock. Hier Exterminatus macht Bock. Und ja, man könnte sogar mal überlegen, ob man... Oh, der ging mir aber ganz gut hier. Könnte sogar mal überlegen, ob man vielleicht mal hier zusammenzockt oder so. Okay, jetzt haben wir ihn. Weil, was ich mir so häufig gedacht hatte und auch mit Manni zusammen gedacht hatte, ist, oh, wie geil wäre das, wenn man tatsächlich ein Viererteam hätte. Man hat das manchmal in Partien hier, wenn man mit richtig guten Leuten spielt. Also man merkt das irgendwie, die machen keinen Scheiß, die schnappen einem nicht einfach die Munition weg, sondern denken einfach mal ein bisschen mit. Dann geht das direkt auch alles wesentlich besser, als ja, wenn man mit solchen Vollidioten zockt, wie das nun mal manchmal der Fall ist. Aber trotzdem wäre es, glaube ich, nochmal was anderes, wenn man tatsächlich richtig zu viert hier, also was weiß ich, der Devastor deckt die beiden taktischen und der Sturmmarine hält allen den Rücken frei und guckt noch ein bisschen und so. Ich glaube, das wäre schon ziemlich cool. Deswegen, wenn da irgendjemand mal Bock hat, lasst es mich wissen, schreibt in die Kommentare oder so und dann gucken wir mal, dass wir da auf jeden Fall was machen. So, letzte Welle. Dann, ah, hier war ein Psioniker, glaube ich. Der hat sich weggeportet. Letzte Welle. Dann kommen wir in... Na, da will ich eigentlich nicht reinspringen. Kommen wir in einen neuen Bereich. Das sind alles Gegner, dagegen geht das Kettenschwert noch. Aber hinterher die Fettung, also selbst hier dieser Boss hat ja gerade schon Probleme gemacht.
der da. Ja, der ist mit dem Hammer natürlich hier wesentlich besser bedient. Ja, ich will mir den Psioniker schnappen. Das ist noch ein Boss. Aber ich sehe. Das hatte ich, glaube ich, im ersten Teil auch schon erwähnt. Die sind für Sprungmarines ziemlich gefährlich. Einfach weil man, ja, ihr seht, jetzt bin ich schon fast tot. Man hält einen aus, man hält vielleicht auch einen zweiten aus. Aber dann ist irgendwann schon Ende. Das zum Beispiel ist als taktischer wesentlich besser. Das ist einiges an Gegnern, da sollten wir mal ein bisschen in Deckung gehen. Eigentlich auch mal ein bisschen hier Energie aufladen. Okay, jetzt haben wir wieder das Schild, das ist schon mal sehr gut. Eigentlich sollte ich mal hier verschwinden, aber diese Bosse hier sind perfekt fürs Kettenschwert, denn ich lade schneller, ihr seht das da oben, meine Gesundheit auf, als die mir Schaden machen. Problem ist halt, dass ich hier immer ohne Schild quasi spiele. Den haben wir auch. Das sollten wir jetzt auch noch. Ja, wie wir hier sehen, sind das nicht die besten Schützen, die Blood Angels. Aber dafür umso besser ein Kettenschwert. Da ist wieder der Psioniker. Mach ich kaputt. Wobei hier seine Kollegen hier auch noch stehen, das ist eigentlich nicht so geil. Jawohl, alles vernichtet. Ja, und da wir hier irgendwie ein bisschen später ins Spiel eingestiegen sind, kommen jetzt halt noch Wellen 16 bis 21. Also 16 bis 20 und dann halt Bonuswelle. So, der eine hat gefragt, so how do you do it? Man sollte sich im Idealfall ein bisschen absprechen eigentlich, wer was nimmt, weil eigentlich, also das hier, drei Sprungmarines und ein taktischer, ist jetzt nicht so geil für die letzte Wave. Wir stehen hier, denke ich mal, ganz unten, weil wir so spät erst eingestiegen sind, weil eigentlich sind wir natürlich immer hier ganz oben, ist ja klar. Naja, aber mir ist scheißegal, wie das hier alles ist. Wir spielen wieder als Blood Angels Sprung, Storm, Assault Marine, so genau, das Assault Marine, so wie gerade auch. Okay, das hat ein anderer auch gemacht und einen taktischen haben wir dabei.
Okay, sind wir jetzt echt schon platt gegangen dabei. Naja, rasieren wir mal. Ja, und das ist das, was ich hier eingangs meinte. Also zum Beispiel hier der letzte Hit war perfekt. Da hat das Kettenschwert genau durch den Ork geschnetzelt. Aber da waren auch ein paar Schwünge dabei, die nur so ungefähr getroffen haben. Helfen wir mal unserem Bruder hier. Ich würde ganz gerne was versuchen. Es gibt hier nämlich noch so einen Perk für die Boltpistole, den man aber wohl nur kriegt, wenn man 30 Kills mit der Boltpistole macht, die ich offensichtlich noch nicht habe. Ich schätze mal, dass das 30 Kills in einem Match sind, weil ich habe garantiert schon 30 Leute mit der Boltpistole gekillt. Kann natürlich auch sein, dass das 30 Kills im Multiplayer sind, weiß ich nicht. Ja komm, jetzt müssen wir trotzdem noch mal rasieren. Ah, das ist jetzt ein bisschen viel. Also vor allem hier die mit den Energiewaffen. Eigentlich Quatsch, soweit alles mit der Boltpistole zu machen, aber ich weiß nicht, ich habe auch nicht mitgezählt. Eigentlich müssten wir schon längst locker bei den 30 Kills sein. Aber keine Ahnung, ich werde hier trotzdem immer mal wieder mit der Boltpistole jemanden platt machen. Okay, hier ist einer von uns gestorben. Das ist relativ überflüssig so früh. Ich meine, man sollte schon gucken, dass wir hier immer auf der Maximumanzahl von Leben sind, vor allem wenn die Bonuswelle losgeht, weil das ist schon echt hart. So, und hier wäre es jetzt schlau, wenn einfach alle auf einem Punkt stehen und dann geschlossen zum nächsten gehen, denn das ist nicht ohne, was jetzt hier schon kommt. Oder halt alternativ, zwei gehen auf den einen Punkt, zwei gehen auf den anderen. Keine Munition mehr. Es war kacke, dass ich von dem Punkt weggehen muss, aber ohne Munition geht das ja mal gar nicht. Jetzt mache ich genau das, was ich vorhin bei den anderen Typen angemängelt habe, nämlich nicht auf dem Punkt zu kämpfen. Okay, helfen wir unserem Bruder hier wieder. Er will sich wahrscheinlich auch die Munition snacken, als taktischer ist es nämlich notwendig, aber ich habe hier gerade Need. Ist der taktische denn noch hier oder ist der gegangen? Sieht so aus, als wäre ich jetzt hier alleine. Ne, da ist er wieder. Hat sich vielleicht auch Munition geholt. Okay, den Punkt haben wir. Müssen wir mal kurz gucken. Oben den, okay, den haben sie auch. Big Boss. Stärkste Ork-Gegner. Eigentlich viel zu krass für uns, also zumindest mit so einer dämlichen ich bleib einfach stehen Taktik. Mit dem Energiehammer ist das überhaupt kein Problem. Da haut man ihn einfach weg. Na. Ja, also ohne das verbesserte Sprungmodul ist das hier echt ätzend.
Weil normalerweise kann man das Ding dann viel häufiger einsetzen, aber ich musste ja unbedingt diesen, ich steck weniger durch Beschuss ein Skill nehmen. Der auch, glaube ich, genauso heißt. Also bin ich mir mindestens so sicher wie mit dem Fakt, dass Blood Angels Vampire sind ursprünglich. Okay, hat der eine gelieft und ein neuer ist reingekommen, weil wir haben jetzt hier drei taktische und nur mich als Sturmmarine. Wahrscheinlich denken die drei sich auch so, oh nein, was macht der Lappen denn da? Denn als Sprungmarine hat man hier nicht mehr so viel zu melden hinterher. Geil, Blendgranate, ich sehe nichts. Was allerdings gut ist, ist, dass man die alle ein bisschen auseinanderziehen kann. Das Quicks nicht so gut. Beziehungsweise, wenn ich hier unten rumwüte... Oh nein, fast... okay, sind tot. Der da oben war es, der Penner. Ah, geil. Er hat hier einen Skill genommen, den finde ich persönlich nicht so geil, aber man kann sich hier direkt einsetzen lassen. Ist im Multiplayer total geil, also im Versus, weil man ansonsten immer nur an so Punkten spawnen kann, aber dadurch kann man sich direkt bei der beim eigenen Trupp einsetzen lassen quasi. Das ist ziemlich cool. Da hinten müssen wir wieder einen Punkt einnehmen. Was aber natürlich recht schwer ist, wenn man hier diese Shooter-Bosse hat. Vor allem die da oben sollten mal weg. Diese Drecksblättgranaten immer. Schulter voran. Ja, man muss halt hier echt immer gucken, wann man disengaged. Da war wieder ein Big Boss. Und von dem will ich eigentlich jetzt nichts einstecken. Genauso wenig wie von diesen Drecksquicks hier. Jetzt mal ein bisschen Energie aufladen, dann können wir wieder in Action gehen. Hier können wir nicht lange stehen bleiben. Ja, die Big Bosse da sind krass. Aber es ist auch dämlich, dass der Typ da stehen geblieben ist, denn ja, ein paar Treffer und man ist hinüber, also drei Treffer oder sowas, als Sprungruin zumindest. Kann man als Taktischer immer nur eigentlich sich wegrollen, dann mit dem Melter oder so drauf schießen. Das ist eigentlich ziemlich easy, die zu dodgen. Oh Gott! Also als Taktischer. Das hatte ich, glaube ich, bei der Koop-Version mit Money gesagt. Man kann halt als Sturmmarine nicht rollen. Wenn man sich halt nur direkt wegflüchten. So, jetzt heißt es eben Munition einsammeln. Aber ihr habt gesehen, das ist jetzt schon alles nicht so ganz easy. Da ist noch einiges an Muni. Sollten mal die taktischen erst nehmen. Sichere den Bereich! Ich meine, ich würde mir auch noch was holen, wenn die nicht alles brauchen, aber...
Ja, okay, der snackt sich alles. So, ich hoffe mal, dass die anderen auch nicht hier bleiben jetzt. Hier ist übrigens ein Safe Spot. Wenn man sich hier hinstellt, kann einem so ziemlich gar nichts passieren. Wieder ordentlich Schadenspitzen gekriegt. So, den Punkt haben wir. Ja, einmal Muni. Ich gehe erstmal zu ihm hier. Ja, bleib erstmal hier mit. Der soll nicht so weit vom Punkt weggehen, ja. Ja, weil das da hinten bringt halt gar nichts. Wir haben den Boss hier killen. Es sind nur noch 30 Sekunden Zeit für die Punkte. So, den hier haben wir. Können wir nämlich jetzt hier rüber. Oder wir verrecken einfach. Ja, in der Luft. Ich hoffe mal, dass die es raffen und jetzt zu dem Punkt gehen. Denn wenn man den nicht erobert, ist das Spiel, meine ich, direkt verloren. Wenn man draufsteht, gibt es sowas wie wirklich so ein Overtime-Dings. Ja, er hier weiß es offensichtlich. Ja, okay, sind alle da. Okay, haben den Punkt. Zwar keine Punkte dafür mehr gekriegt. Oh, die Granate. Eine Blendgranate, weil auch die machen uns ziemlichen Schaden. Die normalen Fraggranaten. Oh, es sind aber echt einige Gegner jetzt. Was machen die taktischen? Die verrecken hier ständig. Normalerweise verreckt man als Sprungmarine immer. Oh, das sah ja lustig aus. Also ich finde auf jeden Fall, wir als Blood Angel sind hier ziemlich erfolgreich unterwegs. Ich gucke gleich mal auf die Stats. Aber rein so, dass wir hier nicht down gehen. Also ich meine, stimmt ja überhaupt nicht. Ich bin ja wohl down. Aber dass wir hier eigentlich ziemlich gut rasieren und noch gut dabei sind, gefällt mir. Denn normalerweise zu dem Punkt, also mit den Waves, da hat man hier als Sturmmarine vor allem nur mit dem Kettenschwert jetzt nicht mehr so viel verloren. Mit dem Hammer ist das halt was ganz anderes, denn da mäht man so durch und betäubt die auch dabei direkt. Alter, gehen die mir auf den Sack mit ihren Blendgranaten.
Alter. Wieder down. Ja, also hier funktioniert das auch nicht mehr mit dem Schlagen und Energie auffüllen. Jetzt stehen wir wahrscheinlich relativ lappenmäßig da. Mit 3 Toten okay, aber der eine ist halt hier total am Fien mit seinen 5 Toten als taktischer. Das ist ein bisschen überflüssig. Mal hier dem Dark Engine helfen. Soweit hier ist gar kein Problem. Da können wir so rasieren. Auch diese normalen Bosse mit der Keule gehen, aber die Big Bosse. Also das hier ist gar kein Problem. Aber die Big Bosse, das ist schon ordentlich. Das ist dann auch das Problem bei der Bonuswelle. Da sind ja immer mal, also das sind ja Dämonen und Chaos Space Marines. Und die normalen taktischen Chaos Space Marines sind ja noch okay. Aber diese Champions, da muss man verdammt aufpassen. Weil die einen nämlich, glaube ich, mit 2 Schlägen direkt wegmachen hier. Also zumindest die Sturm Marines. Alter, was? Okay, jetzt kann ich nichts mehr sagen über das Fliegen und ähnliches. Aber habe ich trotzdem gerade nicht gecheckt, wieso da so ein Peak war. Weil ich meine, ja klar, das waren alles die mit den Energiewaffen, aber normalerweise, wenn man selber schlägt, baut man genug Leben wieder auf. Aber hier wieder, also kein Plan. Ja, ich krieg da irgendwie den Damage nicht drauf. Sehr komisch. Ich mache noch keine Munition, das sollen sich die taktischen mal nehmen. Hier auch wieder, aber die sind auch so gebündelt, das ist unglaublich. Ich muss echt aufpassen mit meinen HP, ja. Ja, viel zu viele Gegner hier jetzt. Also, da brauche ich Hilfe von meinen Brüdern. Das ist nämlich immer sehr ätzend, wenn die. Also die sind ja so relativ easy, aber die machen halt relativ hohen, konstanten Schaden. Ja, und so ist halt am besten, wenn man hier rumwütet, aber noch ein taktischer mit dabei ist, der dann immer mal mit einem Welter oder sowas reinhält. Alter, macht der Damage.
war jetzt gar nicht gut. Keine gute Position für uns. Ja, die Melter da regeln. Wir brauchen jetzt unbedingt mal Munition. Zum Beispiel diese da. Okay, die nehme ich nicht auch noch, sondern erstmal die taktischen. Okay, die nehme ich wieder. So, war das Welle 20 oder kommt jetzt Welle 20? Kommt, ah ja, okay, das war Welle 20. So, jetzt wird's hart. Man kann die durchaus schaffen. Man kann ja auch ein bisschen cheaten. Also was heißt cheaten, aber sich an so blöde Stellen begeben. Wird aber für die... Ja doch, die taktischen können es auch. Ja, wenn Zerfleischer hier gehen, richtig hart wird's halt, wenn die... Chaos Marines kommen, hier ist schon einer. Denn die haben genauso wie ich, also oder wie die Spieler hier, oh Gott, hier müssen wir jetzt mal weg. Haben die Lebenspunkte und Schild, was sich auch wieder auflädt. Das heißt, so da jetzt ziehe ich dem Leben ab, aber solange der so hell leuchtet, ist das quasi alles nur Schild. Okay, das war jetzt gar nicht so schlecht. Aber ihr seht's, da stehen so viele Marines rum. Hier ist schon ein Chaos-Champion. Der mit der Keule. Da muss ich halt der da verdammt aufpassen, denn wie gesagt, zwei Schläge oder so, dann war es das für mich. Taktischer hält er schon ein bisschen mehr aus. Und der Devastor halt noch mehr. Hier mit vor, das ist ganz cool. Aber wir müssen hier unheimlich aufpassen, da ist er in einer schlechten Position. Ja. Doppelgranate war wohl zu viel. Schade, weil eigentlich lief das ganz gut. Also auch die taktischen da wegzumachen und den Typen mit diesem Plasmawerfer. Aber naja. Setzen natürlich direkt wieder hier bei unserem Dark Angel ein. Granaten nicht so gut. Haben wir ja gerade gelernt. Der Tommy Rapid hier, der muss echt mal aufpassen. Der kann da halt nicht so raus wie ich. Aber irgendwie... Hier ist gefährlich wegen dem ganzen Plasma. Da muss ich schnell wieder weg, sonst bin ich down. Okay, nochmal Glück gehabt.
geil wäre das jetzt, wenn man hier tatsächlich als Mitglied der Sanguinischen Garde spielen könnte. Oder so Special-Charaktere, was weiß ich, Dante spielen oder sowas. Der Tommy, der ist viel zu aggressiv. Das kannst du nicht machen als Taktischer, hier vorne so rumstehen. Ich kann das auch nicht, ich muss dann immer mal disengagen. Ihr seht, hier ist so viel Plasma. Eigentlich gibt es auch gar keinen Grund dafür, so ein Risiko einzugehen, weil man kann die HP ständig wieder aufladen. Denn wenn man nicht beschossen wird, dann laden sich HP und Schild wieder auf, sagte er und ging down. Ne, das heißt, wenn man in so Ecken steht oder so, ist das kein Problem. Aber naja, ich denke hier, das wird nichts, aber da scheinen auch nicht so die geilen Pros hier zu sein, die zocken. Außerdem erst offensichtlich noch kein Tod, die meisten Kills, die meisten Punkte geholt, richtig gut. Er ist eher der Imperial Fist, ja. Aber der hat scheinbar auch das richtige Loadout. So spiele ich eigentlich auch immer Sturmbolter und Melter. Finde ich, ist das effektivste für den taktischen. Naja, wir gucken uns das hier aber mal noch zu Ende an. Vielleicht, wenn wir gleich hier noch ein Leben kriegen, können wir uns ja nochmal einsetzen. Wobei der taktische da wahrscheinlich besser wäre. Gucken wir nochmal ein bisschen mal einen Dark Angel zu hier. Man kann leider die Kamera nicht schwenken oder sowas. Das gab es damals halt alles noch nicht. Macht er ganz gut, jetzt sollte er den hier nur down machen hier vorne, sonst hat sich das nicht gelohnt, weil ähnlich wie bei den normalen taktischen, oh ne, jetzt geht er wahrscheinlich down, ja. Ähnlich wie bei den normalen taktischen laden auch die halt ihre Energie und die Schilde wieder auf, deswegen, was heißt Schild, das ist ja kein, aber das da, was er gerade gesehen hat, was da so leuchtet, das ist ja kein richtiger Schild, haben Space Marines ja nicht, aber hier ist das halt, was weiß ich, die Power der Servorüstung oder keine Ahnung. Naja, mal gucken, ob es hier noch eine Gelegenheit für den Blood Angel gibt. War jetzt insgesamt nicht der glorreichste Auftritt, würde ich mal meinen. Sieht mir aber so aus, als würden die zwei das nicht mehr hinkriegen. Also die Punkte hier gehen kaum hoch. Jetzt haben sie gerade mal wieder was gekillt. Okay, der Dark Angel ist down. Last Man Standing. Früher oder später Munitionsprobleme kriegen. Problem ist, wenn man das hier macht, also aus Distanz die ganze Zeit die da hinten abknallen, dann liegt da hinten auch die Munition, wenn denn welche gedroppt wurde. Und das heißt, man muss dann irgendwann da hingehen, was relativ schwierig ist. Also sobald der hier seine Deckung verlässt und da draußen rumrennt, wird er wird er ziemlich schnell down gehen. Der muss ja so schon aufpassen. Das Einzige, was er jetzt gerade eigentlich hoffen kann, ist genug Punkte zu machen, dass jemand Zweites noch einsetzt. Aber ich befürchte mal, genau, er wird jetzt schon Munitionsprobleme haben. Ich denke mal, deswegen geht er hier hin. Den Melter im Nah- oder relativ nah zu schießen und dann Munition einzustecken. Auch wieder Munition aufzuladen. Hinter ihm ist einer, der daneben tritt. Was ein Lappen. Ja, er hat wahrscheinlich echt Munitionsprobleme. Da hat er wieder was. Also, dass die Bonuswelle geschafft wird mit dem Team, scheint gerade so gut wie unmöglich. Ich denke auch nicht, dass das noch was wird. Warten trotzdem noch mal einen Moment und werden dann einfach mal wie die Nukes wie blöd gleich eh hacken und hoffen, dass wir einsetzen können und nicht einer von den anderen. Also hier ein, zwei Kills noch, dann hat er es nämlich.
Na, jetzt nicht selber down geht. Ich muss jetzt gerade mal hier oben drauf bleiben und ich hack nämlich schon schön eh. Aber wenn er jetzt noch einen killt oder so, dann wird wieder ein Leben frei. Und da die alle noch nicht gelieft haben, ich weiß nicht, ob die sich hier einbilden, wir könnten das noch schaffen. Jawohl, da sind wir wieder. Können uns eigentlich nicht wirklich was. Aber die Marines, die da hinten wieder kommen. Die sind einem Blood Angel hier nicht gewachsen. Und ihr seht, jetzt haben wir auch ganz gut Punkte schon wieder gesammelt. Aber wir müssen jetzt gleich aufpassen, genau, denn jetzt kommen die ganzen Marines wieder. Dagegen kann ich halt nicht wirklich viel machen. Ja gerne da hinten fertig machen. Problem ist, ich glaube, wenn ich da jetzt hinspringe, werde ich von allen Seiten so beschossen. Ja, das sind schon die ganzen Plasmawerfer. Ja, aber ich kann so natürlich nicht viel machen hier, also mit der Boltpistole. Auf den Marines. Okay, auf der Seite gerade nicht. Zwei gekillt, aber ich meine, solange hier keine Plasma-Einschläge sind und ich Gegner hätte, geht es. Mit den Granaten muss ich natürlich aufpassen. Da, nimm mir die Munition, Junge. Ja, ihr seht, sobald ich nicht hitte, lade ich Energie nicht mehr auf und gehe ziemlich schnell down. Gerade den Devastor mit der Plasma-Kanone sollte ich mal wegmachen. Oh Gott, nee. Eieiei, schade, schade. Naja, kein glorreicher Auftritt. Ich wiederhole es nochmal. Vor allem hier mit 7 Toten sind wir ziemlich auf Fieder. Ich meine, Kills okay, Punkte ziemlich gut. Ping gut, aber naja, das war wohl eher nichts. Tja, Leute, ich würde sagen, ich gehe tatsächlich jetzt mal raus, weil, wie gesagt, dass wir die Wave schaffen, ist so gut wie unmöglich. Und ja, deswegen würde ich einfach sagen, das war heute mal I Am Blood Angel, also mal als Blood Angel Assault Marine gespielt, ganz simpel, ohne irgendwie was Besonderes oder so. Aber ja, das war auf jeden Fall mal der Blood Angel als Sprungmarine. Ich habe noch vor, mir einen Orden zu suchen, da weiß ich auch schon genau, welchen ich nehme, um mit einem Devastor zu zocken, damit wir einfach nur mal das Devastor-Play haben, vielleicht da auch mit unterschiedlichen Waffen. Und einen für einen taktischen Marine, da wird natürlich ein Ultra nahe liegen, den man dann einfach als normalen taktischen nimmt. Vielleicht mache ich das sogar, muss ich mal gucken. Das sehen wir auf jeden Fall beim nächsten Mal, ich gehe dann auch wieder so durchs Waffen-Loadout und ähnliches. Chaos ist noch ein ganz anderes Thema, würde ich mal sagen. Ich sag mal für heute erstmal vielen Dank fürs Zugucken. Wie gesagt nochmal, wenn jemand überlegt, sich das Spiel zu kaufen und dann zu sagen, ey geil, lass doch mal zu, weiß ich nicht, zu viert am besten zocken oder so, wenn wir das hinkriegen, wäre natürlich mega. Muss ich mir Money was ausmachen, das kriegen wir bestimmt irgendwann mal hin. Ja, wenn nicht, wenn ihr einfach ein bisschen zugucken wollt, vielen Dank dafür und ja, bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss.